Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Minecraft. Wir sind hier auf der USS Saratoga auf Deck 5. Und ja, mal gucken, was ich hier so eingebaut habe. Hier haben wir eine Jeffreys Röhre, die geht hier einmal um das ganze Deck rum. Hier haben wir den Computerkern, einer der oberen Ebenen. Hier mal die Gastquartiere. Hauptsächlich unsere Gastquartiere. Aber hier Jeffreys Röhre. Hier wieder Quartiere. Und jetzt habe ich hier im hinteren Bereich. Wo es dann wieder in diese Erweiterung geht. Hier haben wir noch Notaggregate. Hier haben wir das Erholungs- und Freizeitdeck. Hier haben wir eine Andockrampe. Sieht dann von außen so aus. Hier haben wir diese Erweiterung nach vorne hin. Und ja, das ist dieser Kasten, von dem ich immer die ganze Zeit rede. Weil hier schließt die Untertassensetzung, wenn man so hört, die hier auf. Und weil das Schiff sonst keine Anschlusssetzung hätte, haben wir das Ganze hier erweitert. Deswegen ist auch immer streitig, welche Schiffsklasse nun größer ist, Constitution oder Miranda. Und von der Länge her und von der Höhe ist auf jeden Fall die Constitution-Klasse größer. Aber ob die Gesamtfläche aller Decks der Miranda-Klasse nicht doch größer ist als die der Enterprise, weiß ich nicht. Aber ich denke, nachdem ich das Ding gebaut habe, ja, also die sind auf jeden Fall gleich groß, das mindestens. Und vielleicht ist auch der Platz auf der Saratoga etwas besser genutzt als auf der Enterprise. Ja, hier haben wir eine Bühne, dann ja, Tische, Stühle, eine Bar. Damals gab es halt noch keine Holodecks, da hat man das hier so gemacht. Senden Ausgang. Ja. Hier ist ein Hauswirtschaftsraum. Hier. Kugel. Hier ist dieser obere Bereich. Der Wartungswerkstatt. Dann die Lounge. Dann hat hier meist das Büro. Dann haben wir Werkzeuge einmal. Der Malregulator.
Hier haben wir wieder jede Menge Quartiere. Gerade, dass ich die nicht weiter hinten kann. Okay, jetzt weiß ich auch warum. Die Quartiere hier sind recht groß ausgefallen. Gehen also besser an die Hangarwand. Hier wieder jede Menge Mannschaftsquartiere. Wahrscheinlich ist hier auch das Wartungspersonal für das Flugdeck. Auf Deck 4. Hier haben wir das Papier des Kommandanten. Ja, etwas einfach ausgestattet, als auf der Enterprise. Hier oben haben wir keine Fenster mehr. Alle Leute, alle höheren Offiziere auf dem Schiff haben hier auf diesem Deck ihre Quartiere. Das geht dann weiter mit diversen Quartieren. Hier haben wir dann die Hangarkontrolle. Bewegung, also jegliche Bewegung, die auf dem Hangardeck stattfindet, koordiniert. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Freizeitdeck im oberen Bereich. Auch hier wieder eine Bar. Hier ist die Waffenkammer. Ja, hier haben wir den Warpkern oder einen Teil davon. Personalbüro. Umweltkontrolle. Und ein Büro des Umweltoffiziers. Shuttle Undock Rampe. Ist dann hier.
Und hier haben wir wieder der Mario Latte. So, hier sind wir dann auf der Aussichtsplattform. Labor, aber ich will die andere Aussichtsplattform. Die große Labor. Dann Kontrolle der internen Systeme. Und ja, den Rest kennen wir. Gehen wir mal hoch. Da gibt es hier noch einen Ausgang. Generator. Dann haben wir hier den Thermalregulator. Diesmal etwas größere Ausführung. Dann haben wir hier den ganzen Reifen und Ausgängen. Wobei zu dem Ausgang zu sagen wäre, die hier gehen nach oben auf. Man muss sich dann den Wassereimer dann irgendwo mitnehmen, wo man meint, man könne ihn sinnvoll einsetzen. Da hinten ist dann auch die Brücke. Noch eine Reihe. Hier sind wir jetzt im Hauptkern. Hier die Intermix-Kammer. Hier geht es dann in den Flügel rein und dann zu den Warp-Gonseln. Hier haben wir dann Deuterium-Tanks und die Ausgänge.
der Kontrolle. Also, habe ich hier den Hauptmaschinenraum. Oh, das ist das gar nicht die Interface-Kamera, die ist eigentlich hier. Ja, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo auf dieser Schiffsklasse die Intermix-Kammer ist. Dafür ist mir dieser überhaupt keine zu sehr verzweigt. Dann hier die Turboschächte. Dann habe ich hier hinten den Impulsantrieb. Die Impulsantriebskontrolle. Dann hier wieder die Deuterium-Tanks. Hier kommt man raus. Das kommt aber wieder, wo ich hier landen muss. Ah, genau, jetzt sind wir wieder hier. Hier haben wir das Secondary Propulsion System Control. Dann Neutral Propulsion System Control für die Impulsionstriebwerke. Hier ist. Ja, hier ist ein weiteres Deck des Maschinenraums. Der wird laut den Karten, die ich verwendet habe, wird das als Hauptmaschinenraum gewertet. Impulsreaktor. Deuterium-Tank hinten, Schildgenerator, hier ist wieder ein Maschinenraum. Gehen wir mal hier zur Anflugskontrolle. Und hier in der Anflugskontrolle gibt es dann auch die Möglichkeit, das Kraftfahrzeug ein- und auszuschalten. Das lasse ich mal eben so. Und dann haben wir hier eine Aussichtsplattform.
Nehmen wir uns mal im vorderen Bereich. Das nächste Deck ein wenig um. Keine direkte Verbindung. Jedenfalls keine, die mir gerade einfällt. Wieder umsuche, gehe ich zum Haupt-Turbo-Schacht. Hier runter. Hab nicht gesehen. Schon. Und dann Deck 3. Hier haben wir ein paar Labore. Also das ist der vordere Bereich von Deck 3. Turbolift, Schadenskontrolle, Schachtbaum, Kommunikationslabor, ja.
Ja, aber das Floh ist Wissenschaft aus dem Spiel. Dann haben wir hier einen Teil des Maschinenraums. Das hier soll eine Dusche sein. Hier wird auch die Tür. Lebenserhaltung. Für Ausstattung hier ist. Nahrungsmittel und Wasserversorgung. Schwimmbad, ein Replikator, ja, das Ganze ist auch einigermaßen tief. Dafür, dass es in einem Raumschiff ist, wo Platz Mangelware ist, ist es doch recht groß geworden. Vorne zur Offiziersmesse. Das Gute daran zu erkennen an den großen Fenstern. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier, das ist ein Pathologielabor, das haben wir schon. Hier vorne haben wir noch eine zweite Messe. Hier Aussichtsräume, Frachträume, Frachtraum 14. Hier nochmal der Superkern.
Der hört dann da oben auch gleich auf. So, dann gehen wir mal drauf auf Deck 2. Ja, und dann Büro des Captains. Hier ist Büro des Offiziers. Besprechungsraum. Dann haben wir noch einen Turbolift zur Wolke. Hier bei Schiff Nummer 1 der Klasse gibt es nur einen Turbolift, der zur Wolke geht, nicht zwei wie auf der Enterprise. Ja, hier ist das Kommandanten. Ein Pilot, ein Navigator und Waffenoffizier. Und dann habe ich hier die hintere Andockkante. Das war es im Wesentlichen zum Inneren des Schiffs. Ich konnte euch jetzt nicht unbedingt alle Bereiche zeigen, aber ich denke, die wichtigsten waren dabei. Es gibt noch eine Bowlingbahn, eine Schießanlage da drin. Irgendwo auf Deck 6 oder 6-7 müssten die sein. Ich war hier, wie schon erwähnt, lange nicht mehr drin. Und ja, mal gucken, ob ich noch ein zweites Schiff baue. Wird sich dann zeigen. In nächster Zeit wohl nicht. Aber ich will ja nicht nie sagen. Weil ich glaube, aber es wird garantiert kein Schiff sein, das größer ist als die beiden. Also wenn dann eher irgendwas Kleineres, was auf was auf dieses Constitution Design beruht. Sprich vielleicht sowas wie Apollo Klasse oder dergleichen. Oder ich baue nochmal die Enterprise in der Originalversion. Wird sich dann alles zeigen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ihr die Map haben wollt. Ich bastel den Link in die Kommentare rein. Ansonsten, ja, viel Spaß mit der Map. Und bis zum nächsten Mal.